ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, hier habe ich zwei, hey, die sind ja aus Blech. Hey, die haben sich bewegt. Die sind ja echt. Moment, oh, ich kenne dich doch von wo? Ja, ich habe dich einmal im Kino gesehen. Was? Ich im Kino? Ja. Coole Antwort, aber liebe Leute, natürlich kenne ich die zwei. Sie spielen nämlich Fußball. Und das noch dazu gut. Aber warum ihr heute hier seid, ist nicht Fußball. Habt ihr denn eine Vermutung, was euch hier erwartet? Ja. Wir werden etwas von den Kelten erfahren. Okay, und was könnten denn Kelten sein? Das könnte ein aus Österreich ein Volk sein, das aus dem Norden stammte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt alle miteinander in Richtung Keltenausstellung. Ihr dürft vor. Aha, Kinder, hier geht's lang. Sollten Benedikt und Johanna zur Zeit der Kelten schon Fußball gespielt haben, dann könnte das passiert sein. Sagt mal, bringt ihr das wieder zusammen, dass der wieder ganz wird? Klar, wir schaffen das. Schaut mal gar nicht so leicht aus. Ihr habt das geschafft. Super. Wir haben das geschafft. Ja, Sapperlot, und noch ein Schuss daneben gegangen. Kinder, bitte, ihr müsst noch mal etwas tun. Das haben wir auch noch geschafft. Hey, was ist denn das? Was ist das bitte? Das fühlt sich voll komisch an. Mit denen kann man kneten. Stimmt. Und jetzt bitte die Mama weghören, denn das könnte vielleicht schon das Muttertagsgeschenk werden. Oh, der kleine Stadtstreicher wird sich jetzt in einen keltischen Krieger verwandeln. Also so einen wunderschönen keltischen Topfhelm. Auch zu klein! Das ist so gemein, liebe Leute. Also, ihr seid... Probieren wir den. Ja! Schaut mal, ich kann mit den Ohren wackeln. Fühlt sich das Ding eigentlich schwer an? Ja. Das ist jetzt die Light-Version. Bei den großen Erwachsenen hatte das Ding ungefähr 30 Kilogramm oder mehr. Und jetzt haben wir vier furchterregende, nein, natürlich nicht furchterregende, keltische Krieger. Na, wenn die Römer da nicht in die Hosen machen bei diesem Kriegsschrei, dann weiß ich nicht. Was haben denn jetzt wieder die Römer mit den Kelten zu tun? Habt ihr eine Idee? Ich glaube, sie haben gegen die Römer gekämpft. Hier in Österreich, ja, denn die Kelten haben in Österreich gelebt. Mhm. Und die Römer? Wir haben in Österreich unter Kontrolle. Vor ungefähr wie vielen Jahren? 2000. Ganz schön lang her, oder? Ja.
Das sieht ja ganz, ganz spannend aus. Was ist denn das bloß? Eine Krone. Eine Krone, aber von wem? Von Druiden. Und was bitte sind jetzt Druiden? Ich gebe euch einen Tipp, Asterix. Ah, das ist ein Zaubertrankmacher. Wer weiß denn, wie der Druide im Asterix heißt? Ein Miraculix. Richtig. Und die Gallier waren auch Kelten. Und was macht so ein Druide? Heilen vielleicht? Er ist vielleicht der Weise. Okay. Ja, und auf diese spielerische Weise lernen unsere Kinder alles Mögliche über die Kelten. Haha, schon beim ersten Versuch richtig. Ja. Ich nehme das und das. Ja, ich hab's auch richtig. Unsere gekrönten Druiden, wie man sieht, keltische Symbole durch, während Magdalena sich mit Metallprägung künstlerisch versucht. Das hier ist mein Kunstwerk. Das hier ist mein Kunstwerk. Das hier ist mein Kunstwerk. Das sieht ja so richtig keltisch aus. Dem Weberknecht, dem wurde heute Morgen schlecht. Typisch blöder Scherz vom kleinen Stadtstreicher. Aber unsere Kinder sind hier fleißig am Weben. Ob es schon für den Vorzimmerteppich reichen wird? Nein. Na, schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Das Schiffchen flitzt ja hier regelrecht durch den Webrahmen. Mittlerweile sind die Fußballzwillinge schon dreifärbig. Aber hallo, da geht was weiter. Natürlich haben wir hier auch Originalstücke aus der Keltenzeit zu bewundern. Erdäpfel mit Löchern? Na, mitnichten. Es sind tatsächlich Webgewichte, die von den Kelten verwendet wurden, damit die Spannung bei den Webrahmen erhalten blieb. Linsenflasche. Ich dachte, Linsen sind was Festes. Hier haben wir ein keltisches Schwert und eine keltische Lanzenspitze. Na, der Kumpel ist schon eine Zeit lang unter der Erde, oder besser gesagt jetzt nicht mehr unter der Erde, oder? Diese Baumspitzen, diese zugespitzten Baumstämme stammen natürlich nicht aus der Keltenzeit, die wären schon längst verrottet, aber damals hat man sich mit diesen Palisadenzäunen die Siedlungen geschützt. Da habe ich drei und nochmal drei wunderschöne alte Gefäße entdeckt. Nur
Wer hilft mir jetzt, dass ich weiß, was da was ist? Da kommen schon Hilfstruppen. 3 echte keltische Kinder. Hoffentlich können die das jetzt richtig zuordnen. Eine Öllampe aus der Römerzeit. Großer Kumpf aus der Jungsteinzeit. Schwarzfigurig bemalter Krug. Ich sehe da so wenig schwarz. Aber doch, das sei ein Schlauchgefäß. Na, das würde ich glauben, das könnte so sein. Eine Terra Sigillata aus Rom, römisch. Und dann wird das hier noch hoffentlich ein Stierkopfgefäß sein. Von den Kelten. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende angelangt. Nur etwas fällt mir auf. Irgendwas ist hier so gar nicht keltisch. Danke euch, Benedikt, Magdalena und Johanna, von rechts nach links gesehen, dass ihr mit mir gemeinsam die Kelten entdeckt habt. Und dieses keltische Pappmaché-Mädchen zeigt uns jetzt den Weg nach Hause. Benedikt und Johanna, wovor seid ihr mehr nervös? Vor dem heutigen Fußballspiel oder vor eurem ersten Auftritt in einem richtigen Film? Vor dem Fußball-Match. Ich glaube vor dem Fußball-Match. Das heißt, du tauchst ein bisschen unter. Ein bisschen weiter nach. Ja, das ist perfekt. Soll ich mich da verstehen? Schaut mal ein bisschen vorbei, was da drin. Tja, und wenn ihr, liebe Kinder oder auch die Eltern der Kinder, jetzt Lust bekommen habt, meinen Freund hier zu besuchen und alle diese tollen Sachen auszuprobieren, das geht noch bis weit in den November dieses Jahres hinein im Mammuts Mistelbach bei der Mitmachausstellung Kelten für Kinder. Und in diesem Sinne, einen wunderschönen Tag noch!